prima ausgesehen. Gestern noch viel trainiert im Abschlusstraining, so Standardvarianten. Denn besagt einfach die Statistik, boah, der war wirklich schön geköpft. Bisschen im Zurückspringen, ganz schwer und Harnik. Klendak für Klein. Florian Klein. Hoffer. Ah! Super gemacht. Jimmy Hoffer. Ganz schwierig, aber dann blitzschnelle, pfeilschnelle Drehung. Und schiebt den Ball da ganz knapp lang vorbei. Sauber von Tag. Klein. Richtiges Zuspiel. Gegen Friedrich. Beste Aktion der Österreicher. Brillant gemacht von Hofer. Darf da hinten nichts passieren. Groß. Oh, 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 gefährlich. Und da verschreit's. Darf doch nicht wahr sein. Gomez stolpert hier das 1:0 über die Linie. Ach, 44. Spielminute. Naja, da stolpert er wirklich, da stolpert den Ball hinein, der ihm irgendwie zuerst auf die Brust und dann vor die Beine fällt. Friedrich schraubt sich da hoch gegen Schana und ja, den kann er fast nicht mehr vorbeischießen. Gomez. Und dann wird es doch wieder mal eine Standardsituation. David Alaba. David Alaba serviert diesen Ball brandgefährlich hinein. So wäre es gedacht. 5 Minuten nach Seitenwechsel. Linke Seite offen. Alaba. Und dann, oh, dann ist es Arne Friedrich, der hier das Eigentor erzielt. Kein Harnik. Tor. Aber herrlich gemacht, David Alaba spielt den Ball da scharf hinein. Kurzer Haken, lang ausgespielt. Vielleicht der Einsatz von Harnik gut genug, um Neuer auch noch ein wenig zu irritieren. Und hochverdient der Ausgleich. Minute 1:1. Eigentor Arne Friedrich. Hoffer. Gegen Friedrich. Schöner kämpft, aber der Ball ist zu weit. Kulowitz! Martin Harnik kämpft sich hier super den Ball weit und da kommt Kulowitz, Kulowitz und trifft dann nur die Stange. Junusovic für Harnik. Ah! Herrliche Angriffe, wunderschön vorgetragen. Mann und Maus nach vorne orientiert, nur die notwendige Absicherung. Bleibt hinten und dann, ja, spitzer Winkel. Aber er hat schon heuer einmal getroffen gegen diesen Manuel Neuer. Noch ein bisschen herauskommen, nicht zu viel da flacken lassen, meine Güte! Ah! Wieder Gomez. Unfassbar. Alles hätte gepasst. Nur das Glück. Da wieder auf der falschen Seite. Nicht beim Tüchtigen. Didi Constantini hat noch gewarnt. Nicht die Zuordnung verlieren. Konzentration halten bis zum Schluss. Özil. Ein Ivana-Pass von Philipp Lahm. Und dann
steht Reuer hinter Gomez. Und der ist zu wuchtig. Der ist zu wuchtig. Wie immer wünschen wir einen schönen guten Abend und gute Nacht. Here and now, the future and the past. And this is the moment, this is tried and true.